unsere Gruppe geht relativ schnell zu berichten. Wir waren mit dem Thema Strukturen beschäftigt. Wir hatten eine Zweiteilung geplant, zunächst die offenen, strittigen Punkte zu diskutieren, um da einen Schritt weiterzukommen und dann vor allen Dingen das weitere Vorgehen zu diskutieren. Also wie gehen wir jetzt mit dem Auftrag weiter um? Es hat sich sofort herausgestellt, dass das leider so nicht machbar war in der Gruppe, weil wir einen völlig unterschiedlichen Kenntnisstand hatten. Das heißt, es gab Frauen, die hatten von der ganzen Diskussion, die jetzt doch seit 2 Jahren und mehr läuft, eben noch nichts mitbekommen und waren natürlich auch, stellten ganz andere Fragen, nicht die wir gestellt haben. Und daraus leitet sich eben auch unsere erste Forderung oder unser erster Punkt beim weiteren Vorgehen ab, nämlich Schaffung von Transparenz, Information und Kommunikation. Wir wollen das in der ganzen Partei diskutieren und da kann es nicht sein, dass die Frau aus Regensburg und die Frau aus Berlin sagt, da habe ich noch nie was von gehört. Das ist ganz wichtig, das ist die erste Aufgabe. Viele Frauen gingen eben zurück auf die Anfangsfragen, die wir uns auch gestellt hatten in Erken und in Bielefeld. Auf welche Probleme treffen die Frauen? Wie können wir die Partei attraktiver für Frauen machen? Wie können wir das verändern? Was können wir verändern? Worauf wir überall ja schon auch Arbeitsergebnisse hatten, aber die eben nicht bekannt waren. Wir haben dann diesen ersten Punkt fallen lassen, aber in vielen Berichten, die die Frauen dann aus den unterschiedlichen Bundesländern gemacht haben, kam doch immer wieder raus, also wir brauchen also Vernetzung, wir brauchen natürlich auch Finanzen und das waren zwei ganz wichtige Dinge. Es waren verschiedene Ansätze, wie Frauenarbeit organisiert wurde und es ergab sich auch, dass ich denke, alle Frauen der Meinung waren, dass wir die bestehenden Frauenstrukturen, die wir haben, weiterführen sollten. Also nicht jetzt sagen, machen wir völlig was Neues, also, sondern dass die bestehenden Frauenstrukturen, die es gibt, wo ja Frauen aktiv sind, so auf alle Fälle weitergeführt werden. Und nicht ganz klar war das Votum, wir haben es auch nicht abgestimmt, ob man dann sich nur koordiniert, in welcher Form man sich vernetzt, ob man einen Dachverband gründet oder nicht. So, aber um das alles zu diskutieren, und ich hatte ein Plakat geschrieben, haben wir 4 Punkte gesagt. Also, Punkt 1, ganz wichtig, und das haben wir heute gesehen. Also, so, wenn es uns nicht gelingt, die Frauen da auch zu informieren, Transparenz zu schaffen, dann passiert das jedes Mal wieder, dass wir jedes Mal wieder neu anfangen. Wir wollen Infos an alle Frauen und an alle Frauenstrukturen, zum Beispiel durch den Newsletter auf der Homepage veröffentlichen, jetzt in den Programmdebattenkonferenzen ansprechen, also so weit wie möglich, so breit wie möglich streuen. Ich sage gleich noch was dazu, wie wir uns das vorstellen. Nummer 2, wir sind der Meinung, dass das dann in den Landesverbänden diskutiert werden sollte und in den Frauenstrukturen ganz intensiv. Und Nummer 3 haben wir vorgesehen, dass es eine Frauentagung gibt wieder, Mai, Juni wegen verschiedener Wahlen, wo dann eine Entscheidung über die Struktur und eine Verabschiedung eines Antrags für den Satzungsparteitag im November laufen soll. Und ganz wichtig war uns dabei, dass bei diesem Frauenkonferenz, die dann stattfindet, wirklich, wirklich jede Frau, die Interesse hat, die da mitarbeiten will, kommen kann. Ja? Das ist ganz wichtig, das sind keine 1000 Frauen, da brauchen wir gar nicht zu befürchten, aber die Gelder müssen auch beantragt und bereitgestellt werden, dass wirklich jede Frau damit diskutieren kann und dann eben in einem vorbereiteten Sinn, in dem eben hoffentlich all diese Informationen dann an der Frau auch waren vorher. So, und gut, das zweite Plakat war, dass wir gesagt haben, dazu müssen wir einen Antrag, und da brauchen wir eben auch wieder hier die Unterstützung des Plenums, an den Parteivorstand stellen, auf personelle und finanzielle Unterstützung dieses Prozesses. Also dieser Prozess bis zum Satzungsparteitag, dass diese ganze Information und Koordinierung, das können ehrenamtlich nebenbei und auch Vera noch zusätzlich nicht leisten. Also wir würden beantragen, dass es dann eine finanzielle und personelle Unterstützung gibt, um diesen Prozess wirklich in die ganzen Bundesländer und in ganzen Frauenstrukturen zu tragen. Und ich sage mal idealerweise, dass keine Frau mehr sagt, da habe ich aber nichts von gehört, noch nie was von gehört. So.
haben wir hier formuliert. Das wäre jetzt der Antrag, den wir euch dann bitten, auch mit zu unterstützen. Ja, dann würde ich diese Diskussion vielleicht auch damit abstimmen, falls ihr nicht noch Nachfragen habt, dass wir ein Votum einholen zu dem, was Elke vorgetragen hat, Christiane. Wahrscheinlich war das völlig klar, Elke, aber ich will es trotzdem nochmal unterstreichen. Wir fordern wirklich Geld, dass wir das machen können, diese Kommunikation und Information. Wir fordern dazu eine Stelle. Wir fordern, dass wir untereinander selbstständig kommunizieren können. Das heißt, wir fordern Erfahrungsaustausch, also jetzt nicht nur so eine nach innen gerichtete Debatte, Modell 1 oder 1b, sondern Erfahrungsaustausch darüber, wie Frauengruppen bei uns arbeiten, Erfahrungsaustausch darüber, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir Frauenwahlkämpfe führen und so weiter. Das soll damit passieren, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass die Debatte um Frauenstrukturen eine zutiefst inhaltliche, programmatische, mit dem Leben verbundene Sache ist und keine Frage von Modellen. Und ich möchte auch gleich sicherstellen, wie diese Information sofort sichergestellt wird, ab jetzt, gegenseitig. Und was passiert, wer setzt das im Parteivorstand mit durch? Was passiert, wenn die es ablehnen und so weiter? Dazu brauchen wir bereits die Kommunikation. Ich habe das mit großer Freude gehört, Elke, dass ihr in der Arbeitsgruppe dieses Ergebnis jetzt nochmal festgehalten hattet, mit dem in die letzte Frauenkonferenz schon Frauen gingen, um diesen Prozess, wie wird die neue Frauenstruktur aussehen, begleiten zu lassen, einen Debattenprozess anzuregen. Ich möchte jetzt wirklich, weil es schon in die letzte Konferenz ging, eine feste Verabredung heute und hier haben, bis wann die Entscheidung zu treffen ist, dass das Geld und eine Person, die diesen Prozess in die Hand nimmt, nicht die Entscheidungen zu fällen, sondern den Diskussionsprozess zu organisieren, damit wir alle und alle Frauen in der Linken und auch alle Frauen außerhalb der Linken mit uns diskutieren können, wir miteinander diskutieren können, dass wir wissen, wann wir das einrichten. Sonst habe ich Sorge, dass das wieder sehr beliebig bleibt und wir ohne Ergebnis auseinandergehen. Ich möchte die Forderung, ich finde das ganz prima, erweitern. Ich ärgere mich, nun gut, ich komme aus anderen organisatorischen Hintergründen, gewerkschaftlich, ich ärgere mich, seit ich in der Linken bin, über die Unterbesetzung des Frauenreferats, ich ärgere mich über die schlechte Ausstattung und ich möchte gerne die Gruppe bieten, ob wir dem eine Förderung anschließen können, dass es jetzt nicht nur um die Organisation des Prozesses geht, das ist ganz wichtig, sondern dass wir dauerhaft eine, heute früh wurde von Gender, wie hieß das, Wort? Budgeting geredet, was wir brauchen, aber dass wir jetzt anschließend eine wirklich bessere Ausstattung und personelle Unterstützung des Frauenreferats der Linken. Das ist doch ein Trauerspiel, was wir uns da leisten als Partei. Eine kleine Präzisierung, Sibylle. Ein Frauenreferat ist, glaube ich, ein Begriff, der sehr stark gewerkschaftlich orientiert oder geprägt ist. In der Bundesgeschäftsstelle gibt es eine Bundesfrauenreferentin, da gibt es kein Frauenreferat. Ich denke auch, dass das deutlichere das hinausgeht, was auch das meinte ich. Ach, genau. Ich denke, es geht gerade deutlich über das hinaus, was auch in der Arbeitsgruppe Thema war, besprochen wurde und ich finde, macht ein neues Feld auf. Zum anderen kann man, glaube ich, gut fordern zu sagen, wir wollen jetzt verbindlich wissen, bis wann jemand was entscheidet, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, darauf zu warten, dass der Parteivorstand dieses Geld bewilligt. So, man kann jetzt beschließen, dass das bis Ende kommender Woche passiert. Letztlich denke ich, dass es mit zum Beispiel Karin Rey oder auch Gabi Ola in den richtigen Händen liegt und ich finde schon, man sich darauf verlassen kann, dass sie das entsprechend
durchfechten, beziehungsweise, falls absehbar ist, dass das nicht geschieht, den entsprechenden Widerstand organisieren und der Partei schon in Flammen gesetzt wird oder so ähnlich. Aber ich denke, man kann jetzt nicht Sachen fordern, die real nicht möglich sind. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir jetzt hier keinen, ich sage jetzt mal, künstlichen Streit entfachen, weil ich glaube, dass wir in der Arbeitsgruppe mit diesem Appell und ich sage jetzt auch mal mit mir im Parteivorstand und mit Ulrike im Parteivorstand und mit Karin diesen Beschluss ja gefasst haben, den wir an den Parteivorstand stellen, diesen Antrag. Was du gesagt hast, ist richtig, aber genau deswegen führen wir diese Diskussion um die Frauenstruktur und genau deswegen haben wir heute auch in der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, wir wollen auf dem Satzungsparteitag, der ja einen Tag vor dem Programmparteitag sein soll, einen Antrag einbringen, der Resultat sein wird aus der Diskussion in den schon existierenden Frauenstrukturen, in den Ländern, in den Kreisen, die wir dann zusammenfassen wollen auf dieser Konferenz. Also was du jetzt vorschlägst, ist sozusagen dann Ergebnis des nächsten Dreivierteljahres und soll als Antrag an den Parteitag gerichtet werden. Zum Beispiel auch die Satzung so zu ändern, dass wir dann über mehr finanzielle Mittel verfügen. Das wird dann, glaube ich, auch ein anzustrebendes Ziel dieses ganzen Prozesses sein. Und wenn wir denen jetzt, wenn wir uns sozusagen dieses Jahr bis zu diesem Satzungsparteitag noch geben, glaube ich, haben wir dann auch eine gute Diskussionsgrundlage, um dann, wenn es gut läuft, die Mehrheit für den Antrag zu bekommen. Also, ich habe jetzt von Elkes Ergebnis so verstanden, dass sie ein Votum wünscht, und zwar in drei Punkten, wenn ich das richtig gesehen habe. Zum einen Herstellung von Information und Kommunikation. Das zweite, Elke, bitte. Das zweite war schon auch Unterstützung des Parteivorstandes, die Diskussion in den Ländern anzuregen, weil es gibt ja manche Landesvorstände, die das vielleicht gar nicht so gerne tun. Also Diskussion in den Ländern ist wichtig. Nummer drei war die Konferenz, wo wir auch schon sehr viel Geld für beantragen müssen, damit wirklich alle Frauen, die kommen, unabhängig von ihrer finanziellen Lage, das auch machen können. Und Nummer vier war dann eben, ja, dass wir dann daraus eben einen Antrag entwickeln wollen, spätestens bei dieser Konferenz, der dann in den Satzungsparteitag reingeht. Das waren die vier Punkte. Unterstützt eben durch personelle und finanzielle Unterstützung des Parteivorstandes, also weil wir das sonst gar nicht schaffen können, ehrenamtlich nebenbei. Bärbel hat noch was anderes gesagt. Bärbel, Vera, ich bleibe jetzt mal mitstehen. Ich habe einen Redebeitrag erhalten, jetzt nicht förmlich als Antrag. Aber nimm es dann bitte als Antrag, dass ich eine verbindliche Verabredung heute möchte. Und wenn die heißt, dass sich die tätigen Frauenstrukturen, die hier anwesend sind, nochmal hinsetzen von mir aus heute Abend oder morgen Mittag und einen Antrag an den Parteivorstand erarbeiten. Weil es geht ja hier um Geld, wir brauchen doch eine Honorarstelle. Und ich möchte wirklich, dass wir nicht in Unverbindlichkeiten auseinandergehen. Dafür ist die Zeit hier viel zu wichtig. Das finde ich, ist, glaube ich, ein ziemlich guter und machbarer Vorschlag, weil natürlich diejenigen, die hier sind, sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Parteivorstandes immer darauf verständigen können, präzise Formulierungen zu finden. Ich würde jetzt von den hier Anwesenden erstmal eine Unterstützung für das, was Elke vorgetragen hat, bei euch erfragen, also welche von euch dafür ist, das in drei Punkten vorgetragene zu unterstützen. Die bitte ich jetzt um Ihr Handzeichen. Wer ist dagegen, bitte? Welche enthält sich der Stimme? Bei zwei Enthaltungen und drei Enthaltungen ist dann dieser Vorschlag angenommen von Elke.